Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Warhammer 40.000 Armageddon. Falls ihr euch wundert, warum die Karte schon aufgebaut ist, also ich muss sagen, ich befinde mich gerade in einer Mission, die ich zum siebten oder achten Mal probiere und bisher einfach nicht gewinnen konnte, weil das ziemlich sehr auf Kante genäht ist vom Szenario-Design her. Das kann ich euch nachher zeigen, wenn ich durch bin. Ich soll ja die Fabriken verteidigen und darf nicht mehr als drei Fabriken verlieren. Die hier. Sobald die eine Runde lang von Orks besetzt sind, explodieren die. Das Problem ist, dass einmal hier Ork-Truppen sind. Das habe ich eigentlich schon auch einmal relativ gut geschafft, die wegzukriegen. Aber Problem ist, hier ist eine riesen Horde Orks. Hier ist eine riesen Horde Orks mit schweren Waffen. Und hier ist eine riesen Horde Orks mit schweren Waffen. Die ab einem gewissen Punkt getriggert werden. Und die Einheiten, die normalerweise halt 40 und 20 Lebenspunkte haben, komplett überrennen, während man hier noch gar nicht durch ist. Ich habe es sieben oder acht Mal probiert, ich bin nicht weitergekommen. Ich habe das bisschen in die Trickkiste gegriffen und diese Einheiten gestärkt. Per Sheet. Dass die überstehen und das wir halten können. Ansonsten, meine Einheiten sind nicht verändert, die sind alle noch original. Und die Erfahrung nehmen wir mit und die Verluste nehmen wir auch mit. Ich habe auch keine weiteren Ressourcenpunkte ersheetet. Also, weil ich einfach nicht vorwärts komme und aber vorwärts kommen möchte. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das jetzt auf diese Art und Weise. Ich gebe mal ab mit der Aufstellung. Achso, mein Zug ist noch am Beginn. Haben wir den ersten Punkt eingenommen. Das ist hervorragend. Die müssen wir auch in der ersten Runde einnehmen. Weil sonst hier komplett die Fabrik schon niedergemacht wird. Und dass das entsprechend auf das Spiel angerechnet wird. Die schießen noch nicht. Da haben wir ja die Artillerie für. Sagen wir hier, sind Tankbusters, ne? Schwere Panzer fährt hier ein bisschen vor. Du blockst, du fährst hier hin. Keine Lebenspunkte verloren, sehr gut. Ja, ihr wartet, ihr blockt. Ja, es ging ja nicht anders. Ich bin ein bisschen jetzt von der Mission frustriert, weil man halt einfach nicht vorwärts kommt. Weil man nichts erreichen kann. Missionstechnisch ist das halt einfach nur frustrierend und ist leider schlecht designt. Bei der Mission war ich ehrlich gesagt bisher im Spiel auch noch nie gewesen. Das ist jetzt blind. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt schon zahlreich daran probiert. Es war einfach nichts zu machen. Zum Beispiel hier haben wir auch eine große Ork-Horde, ne? Die werden jetzt hier so ein bisschen blocken werden. Könnt ihr was machen? Ne, ja, ihr habt nichts zum Schießen. Dich lassen wir in der Deckung, den lassen wir auch in der Deckung. So, da kommen dann gleich Hubschrauber, die werden aber gleich getötet. Wir geben mal ab. Ich werde mit den stark geschiedeten Einheiten auch nicht so nur für die Punkte verteidigen, wenn ich weiter angreifen. Man sieht, allein jetzt hier kommen schon viele Orks und wir müssen die Fabriken halt auch einnehmen und halten. Ja, das war ein dicker Nahkampfangriff. Haben wir gut gehalten. Auf den Sack. Ist das widerlich?
halten nur die Fabriken hier sauber. Den Rest schlagen wir uns selber durch. Oh, 6. 6, 6 ist nicht schlecht. Dann haben wir das normale Orks. Schön die Tankbusters weggekriegt, sehr gut. Du bleibst hier und ziehst die Moral hoch. So. Ein bisschen vor. Haben wir hier was für unseren Killer? War ein bisschen Entdeckung. Du erholst dich. Können. Die ein bisschen zusammenschießen. So. Die ziehen sich dann wieder zurück. So. Guter Salamander. Langsam. Ah, die Tankbuster sind halt wirklich widerliche Orks. Slugger Boys, Shooter Boys. Sehr schön, 11 Verluste. Gut, wir geben ab. Oh, 7 Lebenspunkte verloren. Sehr gut gemacht, mein Panzer. Ah, der geht schon wieder auf den Sentinel. Ah. Verdammt! Gut, ein Sentinel neu kaufen. Ich glaube, es war der Imperator Dominatus, den wir verloren haben. Dann blockieren wir dir den Weg. Das ist jetzt schon ziemlich. Ja, auf Halle hier alles genäht, ne? Uns einen neuen Sentinel. Klack. Und hier hin. Du bist der Imperium Sanctus. Ihr hattet eure Punkte, holt euch alle. So, machen wir hier unten im Süden weiter. Hier haben sie uns ziemlich eingeengt, würde ich mal behaupten.
10 Lebenspunkte zerstört, sehr gut. Was haben wir? Sauber Shooter Boys. Erholt euch ein bisschen. Hier können wir noch nicht viel machen. Tauschen hier mal durch. Bisschen Moral hochhalten. Wir müssen eine Artillerie rein. Sieben Lebenspunkte verloren, sehr gut. Hier können wir die Flanke halten. Die machen wir auch kaputt. Den Flak Battlefort ist auch. Die lösen wir auch langsam auf. Sieht gut aus. Weiter. So, ein Titan. Titaniert. Schaffen wir uns hier einen freien Weg. Sentinel. Da sind die ersten Sporen. Dann haben wir hier die Ecke nämlich freigekämpft und können die Truppen verlegen. Dann haben wir noch immer zwei verlieren. Noch 10 Lebenspunkte abgezogen. Sehr gut. So kann ich mitleben. So ist es erstmal machbar. Ist natürlich jetzt, weil wir die Orkanen vernichten, haben wir ja keinen weiteren Druck, aber wenn es weitergeht, wird man sehen, wie schlimm das ja gleich wird. Verluste. Ja. Und ihr erholt euch. Weggesprengt, sehr gut. Abmarsch nach Süden. Sieht die Welt besser aus. Können sie noch nicht erholen? Jetzt holt euch ein bisschen. Alles, was schießen kann, hat geschossen. Auf der Ecke, ja. Genau. Hier halten wir erstmal noch. Gut. Das sieht gut aus. Hier ist Ruhe. Ich will hier jetzt ein bisschen zentrale haben. Ich habe Deckung. Gut. Gehen wir in die nächste Runde.
So langsam. Damit kann man leben. Spaßminis erholen sich. Ach, so ist es viel angenehmer. Nicht mehr. Ich werde nicht mal wahnsinnig bei der Mission. Und wir geben ab. So, hat es schon mal bis Runde 11 geschafft. Bevor die Orks getriggert wurden. So. Zurück. Und wir geben ab. Viele unsichtbare Bewegung. Und jetzt kommen die dicken Einheiten. Oh. Ich zeige mal Ende des Videos, zeige ich mal, was da alles steht. Und dann könnt ihr mal selber liegen. Und der KI greift auch Punkte an, die schwach sind. Weil die jetzt so stark sind, greifen sie direkt nicht an. Aber jetzt, wie man sieht, legen sie los. Und da steht eine ganze Menge Ekel drin. Eine ganze Menge ekliger Kram. So, wo ist unser Sentinel? Den brauchen wir jetzt mal. Die Punkte einfach ein. Hier wandert mal hier hin. So, du pustest mal Vorarbeiter weg. Nächste Runde.
es bewegt, ja. Ja, sieht gut aus. Also wir geben ab. Dicke Fahrzeuge. Das ist ein Zufall. Wo kommen die denn alle her? Ja, fall für meinen Titan an. Mal, was da alles kommt, ne? Wenn jetzt nicht jede Fabrik halten kann, ist auch nicht schlimm. Aber das ist schon echt widerlich, was hier alles angetrabt kommt. Gehen hier hin, verteidigen mit. Wir nehmen die Ziele ein. Hier sieht es gut aus. Ihr blockiert so ein bisschen. Da haben wir Slugger Boys und nochmal Slugger Boys. Ihr holt euch ein klein wenig. Jetzt gehen wir hier ein bisschen in den Süden. Hier. Drei Einheiten mit. Noch ein Stückchen zurück. Kommando Salamander, bleibt mal hier. Und macht mal nichts. Gepanzerten Orks bei. Erholt euch. Ihr geht einen Millimeter vor. Ihr bleibt mal da, wo ihr seid. Damit ja keiner rumschleicht. So. Genau. Und das muss man sich vorstellen. Bei den anderen Videos hatte ich das, bei meinem besten Versuch hatte ich das. Die Fabrik noch gehalten. Und dann kamen die Truppen hier. Und meine Truppen und Panzer saßen hier oben. Es hatte nie eine Chance, das freizuhalten. Also, das war unglaublich. Man sieht vor allen Dingen, dass dann das auch alles rankommt, ne? Wenn wir es dann verlieren, dann ist es so. Jetzt überrennen sie da trotzdem, trotz aller Schichten, überrennen sie doch ein, zwei Punkte. Nein! Nicht schon wieder den Frontberichterstatter. Okay. So, dritte Fahrzeug des Frontberichterstatters. Frontberichterstatter. Gut. Er ist dabei.
Hogwarts? Nee. Eine Runde. Das wird schwierig, den Punkt da zu halten, aber gut. In Oakland sollte man nicht so weit vorrennen. Habe keine Kampfmoral mehr. Oakland geht ein Stückchen zurück. Jetzt wäre ich mal dahin. So. Dreadnought müssen wir auch noch wieder machen. So, machen wir das jetzt mal da hin. Wie man sieht, hier werden wir gerade so durchhalten, die Mega-Dread, aber das über werden sie überrennen. An dem Punkt werden sie auch überrennen. Da müssen wir gucken, wie wir das Beste hier rausholen können. Schauen wir mal. Also mit der Infanterie werden sie jetzt da kurzen Prozess machen, die werden sie überrennen. Man sieht ja, was für eine Horde Einheit hier steht. Man kann gar nicht so viel töten. Mit denen er hier ankommt. Ja. So. Fast den Panzer verlieren. Oh, kein Schaden genommen, sehr gut. Der Megadwert. Wir werden eine Fabrik verlieren. Das können wir auch nicht halten, wir werden zwei Fabriken verlieren. Holt sich von einem Treffen mit den etwas dickeren Ding. Oh, wir vielleicht nur eine Fabrik verlieren. Das war's mal, wir gehen nochmal vor. So, wie sieht's hier aus? Halten wir alles? Okay. Wir geben mal ab. Hoffen mal, dass wir jetzt nicht zu sehr auf den Sack kriegen.
der letzten Runde. Vielleicht können wir noch ein Feld zurückerobern in der letzten Runde. Er bereitet es halt vor für seine Infanterie, ne? Und ohne zu wissen, das Szenario ist als blind, das hatte ich vorher noch nie gespielt, ohne zu wissen, was da eigentlich kommt, konnte man natürlich die Armee nicht richtig skillen. Also ausrüsten. Und das ist schon echt widerlich. Nahkampf. Okay, unsere letzte Runde. Der kann nichts machen. Oh, er kann sich eine Packung holen. Das kann er machen. Aua, aua. Jetzt könnten wir sie auffrischen. Zack. Und schnappen sich den im Nahkampf. Da gehen wir die Runde ab und dann sollte es vorbei sein. Ah, die Orks haben noch eine Angriffsrunde. Guckt euch mal die Scheiße an. Und hier haben wir ein bisschen kaputt gehauen. Aber hier ist sowas von frech. Hier haben wir sie alle auch niedergemacht. Ne? Aber mit normalen Truppen war das, also wie gesagt, im siebten oder achten Versuch habe ich aufgegeben und habe erst eine 7-Möglichkeit gezogen. Ist nicht schön, aber es ist nun mal wie es ist. Ne? Well done, Commander. You have featured in my prayers many times over the last few days. Damon Pyrrhus. The head of my order wishes to meet and thank you personally for the great good you are doing. Also for helping me through such difficult times. I know we've largely sorted through our initial difficulties, Commander, but I must insist that you stop encouraging Officer Trelsa communicating such personal requests over the Voxnet. Commander, I have a task for you. An internal one I do not wish to trouble the Adeptus Astartes with. Von Straub has escaped from his holding cell. That serpent has a silver tongue and is more devious than an Eldar. While we resupply for the greater assault on the remaining Greenskins, I need someone I can trust to take a small force and recapture the war criminal. He is at large in the Ash Wastes. These are the last known coordinates of the shuttle he escaped in. Retrieve or execute him. I care not. Ja. Sind Sie ein Verräter von Straub? Ja. Der olle Versager, der. Hier ist Tartarus, genau. Und ihr könnt hier irgendwo rumhocken. Gut, können wir Einheiten kaufen? Ne, wir können keine Einheiten kaufen. Können wir was verbessern? Ne? Okay, aber das schauen heben wir uns fürs nächste Mal auf. Leute, ich sage euch mal versprochen, die Stärke der Typen, der Orks,
die sie hatten. Das hier ist so Startgeschichte. Dann guckt man sich das an, was das hier alles kommt. Und die gehen halt bevorzugt auf die Siegfelder. Und die Orks an sich schon gehen mit den Truppen auch auf die Siegfelder hier. Wie gesagt, ich hatte das immer im besten Versuch bis Runde 9 geschafft. Dann hatten sie alle Fabriken eingenommen. Jetzt mal hier, ne? Die dicken Einheiten. Hier. Vor allem Nahkampf-Orks, ne? Die dann direkt hier raufgehen. Wie mit den Einheiten. Wie will man das halten? Das ist echt. Die greifen hier schon an und schwächen die Einheiten. Ja, genau das gleiche Spielchen für hier. Die ganze Horde fällt hier schon den Siegpunkt an. Man muss also den Siegpunkt sofort schon einnehmen in der ersten Runde. Die Horde verschanzt sich auch hier. Das ist extrem schwierig. Wie gesagt, es soll keine Entschuldigung sein, aber ich wollte auch vorankommen. Jetzt sind die Missionen eh alle blind. Ich habe ja, wie man gesehen hat, Verluste erlitten und Schaden genommen. Also sagen wir mal, ist so eine 50-50-Geschichte. Nennen wir es unentschieden. Gut.